So, hallo, wieder zurück auf meinem Kanal. Heute unterm Fahrzeug. Ich schaue mir heute die Hinterachsträger an. Da hat er zwei Stück. Einmal den hier und dann auf der Fahrerseite den hier drüben. Die sieht bei mir nicht so gut aus. Ich glaube, da hat irgendjemand Bauschaum reingesprüht oder so, weil die Originalgummilager wohl zum Tausch zu teuer waren. Da hat er gedacht, dann füllt das mal auf mit Bauschaum. Das geht natürlich hier in Deutschland bei uns, bei sowas Wichtigem wie Achse geht es natürlich nicht. Deshalb werde ich jetzt mal hier den Unterbodenschutz entfernen, dass ich hier auf die Schraube drauf sehe und mal schaue, wie das mit dem hinteren Lager aussieht. Wir sehen uns gleich wieder. So, der Unterbodenschutz ist weg. Die drei Schrauben habe ich hier freigelegt. Das sind einmal hier diese zwei, wo den Träger hier halten, und einmal eine große, wo das komplette Lager bis oben hin durchgeht. Wir haben hier zwei 17er Schraube und hier 24er Schraube. Die 17er gingen hier verhältnismäßig gut aufs, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hinter die 24er, die war natürlich ordentlich fest. Aber mit dem passenden Hebel und dem richtigen Werkzeug und ganz viel Kraft hat es dann auch funktioniert. Ich habe die Hinterachse beziehungsweise der Hinterachsträger hier noch abgestützt mit dem Waageheber, mit so einem Rangierwaageheber. Steht auch so im Handbuch drin, sollte man unbedingt machen. So, das Lager ist abmontiert. Ich habe jetzt hier mal die Einzelteile hingelegt. Wir haben hier den Träger, die zwei Halteschrauben für den Träger und einmal hier diese Dornschraube, die durch das komplette Gummilager durchgeht. Das Gummilager steckt jetzt oben nur drin. Ich zeige jetzt auch gleich noch, wie das jetzt am Fahrzeug aussieht. So, hier das Gummilager ohne den Träger und ohne die Schraube. Man sieht hier das Lager noch drin stecken. Das versuche ich jetzt gleich rauszuholen mit dem Abzieher. Und hier war der Träger, der Stützträger montiert mit einer 2,17er Schraube. Wie gesagt, hier hat irgendein Spezialist Bauschaum reingesprüht. Wieso und weshalb, weiß ich zwar auch nicht so genau, weil eigentlich eine Dämpfwirkung hat er hier eigentlich gar nicht. Ja, das machen wir jetzt alles sauber, machen wir alles weg, dann holen wir das Gummilager raus und dann sehen wir weiter. So, nach viel Plagerei und Mühe habe ich jetzt nun das Lager draußen. Ich habe nicht den passenden Abzieher für das Austreiben von dem Lager gehabt. Dann habe ich einfach oben eine Ratschennuss untergelegt und dann mit dem Waageheber den ganzen Träger nach oben gestemmt und habe somit nach unten das Lager nach außen getrieben. So, den Einbau machen wir dann im zweiten Teil.